Schön, was man so Kreatives erschaffen kann. Ja, wer da gerade aufgepasst hat beim Titelbild, konnte schon sehen, dass sich da einiges getan hat bei mir im Garten. Erstmal möchte ich euch ganz herzlich da draußen begrüßen, ein bisschen gute Energie rausschicken an euch. Ich hoffe, euch geht das gut und ihr kommt gut durch diese Zeit. Macht das Beste draus, ja. Das Wichtigste im Hier und Jetzt leben, das alles, was wir haben. Wir haben das morgen nicht, wir haben das gestern nicht. Und jetzt ist der Moment, der richtige Moment, um zu leben. Und das wünsche ich euch da draußen. Ja, dieser Ort hier vorne ist für mich ein ganz besonderer geworden. Denn hier begrüße ich meistens gleich in der Früh, vormittags, die Sonne. Ja, wenn sie dann da ist, bin ich sehr glücklich, sehr dankbar, sehr demütig. Und seitdem ich das hier so ein bisschen schöner gemacht habe und das Ganze wächst, sitze ich hier ziemlich oft. Und übe mich in Demut und Dankbarkeit, denn ohne die Sonne wäre das hier alles gar nicht möglich. Ein Teil des Ganzen. Sie kommt und geht, die Sonne. Ja, wie sie möchte. Ich frage mich gerade, wie und wo ich anfangen soll. So in alten Energien, das wollte ich eigentlich nicht. Ich möchte mich gerne führen lassen und einfach mal da anfangen mit dem, was mir vor die Nase kommt. Was liegt mir am nächsten vor der Nase? Das Plätzchen, vor dem ich sitze. Ja, davon rede ich. Ihr habt es im Titelbild schon sehen können. Und das zeige ich euch jetzt mal ein bisschen ausführlicher. Einmal ein bisschen mehr von oben betrachtet und von links nach rechts. Ihr könnt sehen, ich sorge ein bisschen für Umrandung. Ja, das Ganze ist auch noch ein Prozess, ist noch nicht fertig, aber das sind dann Details, die dann für mich nachher wichtig sind. Und ein paar Details, die ihr dann sowieso irgendwann entdecken dürft. Lasst euch überraschen, ich verrate da noch nichts weiter. Das hier war ein Teil, das war eine kleinere Blühwiese. Im Grunde genommen hier so ein bisschen so eine Ecke und bis da. Und ziemlich zugewachsen gewesen. Ich habe mir schon irgendwie ausgemalt, hier ein bisschen mehr zu machen. Das habe ich mir visualisiert und ihr seht das Ergebnis dessen, was ich mir da so vorgestellt hatte. Ne? Also die Details sind jetzt nicht, wo welcher Stock steckt und welcher Stein und Holz, sondern erstmal nur die Fläche. Und das Bild hatte ich vor Augen, hier zu sitzen und schön auf eine Blühwiese schauen zu dürfen. Und ich würde sagen, der Traum könnte Wirklichkeit werden. Hier habe ich auch schon ein paar Pflänzchen drin, die habe ich aus anderen Beeten rausgeholt, also sprich, was ich so selber ausgesät hat oder ja, mehrjährig aus irgendeinem Beet stammt, das hat dann hier reingefunden. Das, was ihr sehen könnt, sind hauptsächlich Nachtkerzen. Ja, ich liebe sie, sie duften so schön, vor allen Dingen nachts oder in der Dämmerung, da gehen die Blüten auf. Dann haben wir hier noch eine Königskerze, da ist eine wilde Karde, da links auch nochmal. Lupine und da hinten auch in der Ecke nochmal eine Lupine. Das war ja generell am Zaun hier überall vertreten. Ja, so und da habe ich so verschiedenste Elemente eingebaut. Da möchte ich gleich mal drauf zu sprechen kommen, was ich mir dabei gedacht habe. Also, jedes Mal, wenn man sich in den Garten irgendwas packt, ja, auf irgendeinem Ort, irgendein Fleckchen, bietet das auch irgendwo wieder Lebensraum für die Tiere. Deswegen an euch da draußen, ich empfehle euch, wirklich, aus tiefstem Herzen, packt euch Totholz im Garten, macht euch das irgendwie schön. Auch solche Sachen sind für Vögel interessant, für Libellen, für Insekten, wie auch immer. Da gibt es echt so vielfältige, ganz natürliche Räume in der Natur und ich versuche hier halt auf meine Art und Weise das Ganze zu unterstützen. Ja, dann hat hier natürlich auch ein bisschen Kunst reingefunden, könnte man so sagen. Ich habe das ein bisschen künstlerisch gemacht, das Ganze. So, gehen wir einmal kurz vor den Gartenzaun. Im Hintergrund wird fleißig gewerkelt. Es wird wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht ausbleiben. Also so, das ist der Platz auch nochmal außen, von außen gesehen vor dem Gartenzaun. So ein schönes Fleckchen. Also da kommt richtig was zurück und nichts davon hat sich nach Arbeit angefühlt. Ich habe dieses Jahr noch nicht einmal mit irgendeiner Energierichtung Arbeiten hier irgendwas gemacht. Dieses Jahr stehen auf jeden Fall 100% Liebe an und aus keinen anderen Energien werde ich hier irgendwas machen können. Es geht so gegen meine eigene Natur und ich freue mich, dass ich mich da so finden durfte. Ich habe es im letzten Video schon angekündigt und das sind die Energien, die ich weiter verfolgen werde. Also, hier wird weiter Liebe reinfließen, mein Sein, das, was so aus dem Äther kommt, das, was so ja, aus den Elementen erschaffen werden möchte, das, was ich erschaffen darf, ja, wird hier so reinfließen. Und bisher fühlt sich das richtig gut an. Ja.
Körperlich fordernd, aber fürs Herz, für das Innere, das ist unbezahlbar. Also mein Tipp an euch, geht mit guten, schönen, positiven Energien ran. Wenn ihr irgendwas habt, ihr habt irgendein Plätzchen, ich kann euch das auch nochmal an anderer Stelle sagen. Hier zum Beispiel gleich das erste. Das ist jetzt ein Plätzchen, ja, das ist nochmal Blühwiese. Einmal so die Umrandung, damit ihr das, jene, die es nicht kennen, auch verstehen. So bis da zu dem Hocker, so das ist das Beet. Na, also im Grunde genommen sieht man nicht viel, aber man hat jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten, um sich das schön zu machen. Wie könnte das denn aussehen? Ja, damit schön ist. Und dann stelle ich mir die eine oder andere Pflanze vor, Lavendel, ja, irgendwelche Sonnenblumen. Und dann kann ich an Beetumrandung denken und irgendwas, was mir so vor die Nase kommt, was ich da habe, kann ich hier einfließen lassen. Ja, und so entsteht sowas letztendlich. Und das Ergebnis, das habt ihr gerade sehen können. Visualisieren, vornehmen, guckt euch Bilder an, lasst euch inspirieren durch Videos, durch Fotos, durch was auch immer. Und dann legt einfach los, ohne Nachdenken, ohne Plan. Das Plan ist das Schlimmste, es muss sich gut anfühlen. Nicht nach Widerstand. Widerstand, das ist so eine Sache, das gehört nicht in den Garten. Das sollte euer Erholungsort sein, eure Wohlfühloase. Das würde ich euch auf jeden Fall wünschen. So ist es für mich. Und dieses Jahr darf ich dann nochmal eine ganz andere Ebene betreten, die ja nochmal ja das Ergebnis eines Prozesses ist, dessen, was ich so selber erleben durfte im Leben. Ja, es geht weiter im Garten. Hier habe ich mich noch um die Beete gekümmert. Da kommen auch schon einige Pflänzchen. Hier, das Beet nenne ich ab sofort das Auge. Dann war mal das Zuschauerbeet. Und ja, hier sind auch alle möglichen Sachen. Ne? Also Nachtkerze, Stockrosen, Sauerampfer. Dann haben wir da noch wieder wilde Karde. Die Akelei wächst. Seht ihr noch mehr Nachtkerzen, noch eine wilde Karde und so weiter und so fort. Hier haben wir noch einen Rosenkohl aus dem Vorjahr. Da war ich auch immer fleißig am Naschen. Na, kann ich mir dann jetzt auch noch was gönnen? Nee, den hebe ich mir nochmal auf. Ja, und ansonsten sind hier noch Zwiebeln drin. Und hier rechts im Auge. Ne, das passt ja zu meinem Tattoo und dem Logo des Kanals. Hier ist dann auch wieder Blühwiese und hier sehe ich unten schon drin, da ist eine und da ist eine Pflanze. Das ist eine Stockrose und bei dem anderen werde ich nochmal gucken müssen. Ja, und hier hat tatsächlich auch schon was reingefunden an Aussaat. Das Kiholbeet, das berühmte, aber ich bin hier komplett am Auseinanderpflücken. Das wird stabilisiert. Ich habe aus alten Kulturen und vor allen Dingen von den Ägyptern einiges gelernt. Ja, hier könnt ihr das sehen. Da hätte man mich zu Zeiten Ägyptens, glaube ich, nicht als Baumeister eingestellt. Aber vielleicht sieht das Geschichtchen auf der Seite schon besser aus. Das ist schon stabiler. Ja. Und so robbe ich mich hier voran. Das Kiholbeet wird quasi überarbeitet. Wer das Kiholbeet nicht kennt, ein selbstdüngendes Beet, das ja, in der Mitte einen Kompost hat. Und drumherum baut man eben an. Hier ist gerade eine Hummelkönigin unterwegs und sucht sich ein Plätzchen für ihr Volk. Ja, dann gab es noch ein paar Pflänzchen drin. Da seht ihr noch Zwiebeln und auch noch Feldsalat. Das sieht richtig gut aus. Ja, und paar Zwiebeln gab es dann auch noch. Hier haben auch noch Feldsalat. Die anderen habe ich alle, die ich aus dem Beet habe, hier an die Wasserstelle. Die versorgen sich selber, damit ich die dann mitnehmen kann, sobald ich da Lust zu habe und das passt und mich davon nähren möchte. So, ihr Lieben, das war noch nicht alles. Gibt es natürlich noch mehr. Ich habe ja nun letztes Mal schon ein Video gehabt, wo ich ein paar Sachen ausgesät habe. Und da dachte ich mir mal, schaue ich mir mit euch zusammen an. Ich weiß es natürlich schon, wie da so die Fortschritte sind. Mir fehlt jetzt ein Tag Aktualisierung. Also gestern Abend war ich das letzte Mal hier. Ja, schon sind wir da. Hier ist das Beet. Könnt ihr euch erinnern, wer das nicht mitgekriegt hat, ansonsten da nochmal ins letzte Video reingucken. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Hier vorne in der Ecke habe ich erzählt, da ist Portulak, Postulein reingekommen. Da habe ich hier halt so rote Gartenmelde und Spinat auf jeden Fall schon entdecken dürfen. Und dann hier hinten in der Ecke schon die Radieschen, die ersten. Da eine schöne Spur. Und da bin ich gespannt, was da nachher noch kommen darf. So sieht es derweil aus.
Dann habe ich auch jede Menge Holz, Totholz und so noch gekriegt und habe hier einen, ja, den Haufen größer gemacht. Da ist noch ein Stein mehr hingekommen. Ja, so sieht das hier aus. Ach so, hier, da gibt es ja noch mehr Projekte und noch mehr zu zeigen, fällt mir gerade auf. Also hier habe ich gerade ein Projekt angefangen, was auch schon sehr schön ist, aber da dürft ihr mir wahrscheinlich irgendwann noch mal helfen. Da habe ich hier hinten, das ist der Bereich für den Insektentränke dann nachher. Aber das eigentlich Interessante ist hier auf der Seite, denn ein Wildbienenhotel soll entstehen. Die waren schon alle schier gemacht, richtig schön, die Löcher, ist aufgequollen. Ich muss überlegen, wie ich das mache. Vielleicht muss ich da mal abbrennen. Ich habe es jetzt auch umgedreht, damit die Bienen da noch nicht so reinfinden. Da heißt es ja, man soll ein bisschen aufpassen, dass da keine Splitter sind, damit die Tiere sich da nicht drin verfangen und nachher irgendwie stecken bleiben. Ich habe das tatsächlich mal beobachten dürfen. Bei meinem ersten Versuch, ein Wildbienenhotel zu bauen, war da tatsächlich nachher eine drin, die da nicht mehr raufkam. Wobei es auch sein könnte, dass die da gerade gerastet hat, aber ich glaube schon, dass sie stecken geblieben ist. Ja, und somit kann ich aus der Sicht das bestätigen. Aber ich habe da fein säuberlich aufgebohrt, ich habe das geschliffen, alles schier gemacht und ihr habt das gerade sehen dürfen. Quillt trotzdem auf. Ich sag mal, die Natur kriegt so viel selber hin, wenn sie irgendwo einzieht. Denn irgendwann muss man auch mal was an die Natur abgeben. Ich werde mich da nochmal drum kümmern und so gut machen, wie es nur geht. Aber irgendwo hat es dann auch ein Ende und dann wird das hier irgendwo reinfinden. Ich denke mal, da wird sich noch ein Plätzchen finden. Ich habe noch nicht so richtig einen Platz gefunden, beziehungsweise es wird sich nachher ein Plätzchen finden. Das Ding ist noch nicht fertig, das wird dekorativ, optisch definitiv noch aufgewertet. Da kommt noch was. Ja, das lasse ich dann auch fließen. Ich habe da jetzt keine konkreten Gedanken zu. Nur so ein bisschen Material, was ich verwenden möchte. So, hier hinter mir, da kommt schon ganz fleißig der Rhabarber. Oh, da freue ich mich auch wieder drauf. Vor allen Dingen mit dem Sven wahrscheinlich wieder einen Rhabarberkuchen machen. Da kriege ich immer Bauchweh von, aber das ist mir meistens wert. So einmal im Jahr kann man das ruhig machen. In der Form. Ja, also das sieht super aus. Ein treuer Begleiter schon hier im Garten. Ja, fast von Anfang an, ne? Ich glaube, im zweiten Gartenjahr hat er zu mir gefunden. Ja, und so kann es weitergehen. Ins Floßbeet ist noch nichts reingekommen. Das findet ihr da hinten, dahinter. Ja, da wird er irgendwann noch mal beigeben, dass ich ihn hier auch bald wieder begrüßen darf. Hat selber gerade sehr viel um die Ohren. Auch die letzten Monate müssen ja alle, muss man irgendwie zusehen, wie wir über die Runden kommen. Ja, ich halte hier auf jeden Fall der Natur die Treue und gebe hier alles rein, was ich kann. Auch in weiser Voraussicht, sich davon zu ernähren und auch ein paar Mäuler mehr zu versorgen. Und ja, ich bin da guter Dinge und guten Energien. Haben natürlich volles Programm. Fensterbank ist voll. Oh, das dürfte auch mal interessant sein. Wollen wir da mal einen Blick rüber schweifen lassen? Ich zeige euch das mal. Also wie ihr sehen könnt, da hat sich einiges getan. Ja, darf gerne so weitergehen. Jetzt habe ich noch einen Feldsalat entdeckt. Das ist ja hier auch so ein Fleckchen. Ach, ich feiere das, ne? Ja, da gehen auf jeden Fall bald ein paar mit. Ja, Portulak, Postelein, so sieht es dann in groß aus, was wir hier gerade im anderen Beet hatten. Ja, hier werde ich nochmal gucken, was ich da mache. Das Beet befindet sich jetzt im fünften Jahr, ohne irgendwas fürs Holz damit reingemacht zu haben, also irgendeine Folie oder so. Ich bin kein Freund von Plastik in den Beeten. Und da habe ich einfach das so gemacht, wie es hier steht. Und bis hierhin lief es sehr gut. Ein paar Fehler habe ich gemacht. Ich habe mich hier gerne mal raufgestellt. Dann habe ich gemerkt, oh, das ist nicht so gut. Ja, aber ansonsten hält das ganz gut bis auf eine Stelle. Das war aber auch wegen Drauflehnen, ne? Also hier ist es auseinandergegangen. Hier das erste Mal. Das sind dann so Sachen, die ich dann echt mal flicken darf. So, und da wir hier schon stehen, hier ist mir ein Malörchen passiert. Mir ist das, ja, hier die Querstrebe. Da ich keine Halterung mehr hatte zum Filmen, nur noch die hier, hatte ich Löcher gesucht.
um das dann irgendwie zu ersetzen, damit ich für euch Videos drehen kann. Oder für uns vielmehr. Und da war hier so ein langes Ding. Ist es das? Ne, das ist es. Und beim Zurückdrehen, damit ich das Loch wieder in die Waagerechte kriegte, ich hatte da doch schon ein Loch drin. Wenn ihr euch erinnert, hier war so ein langes Ding über, ne? Und dann ist mir das durchgebrochen und ist mir alles runtergerauscht. Und ich habe mir das auch noch nicht näher angeguckt. Ich habe es einfach so stehen lassen. Ja, also das ist ein Bereich, der kriegt auch noch Liebe. Das macht nachher auch immer optisch was her, wenn man so Stück für Stück überall was reinmacht. Und dann so das letzte Puzzlestück kommt, dann ist das wie so ein komplett zusammengesetztes Puzzle. Was dann, ja, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. So, hier das Beet war auch schon lange fertig. Da habe ich einen Nistkasten mit angebracht. Wir haben hier ein paar Vögel, die sehr zutraulich sind. Vor allem wie heißen die denn jetzt noch? Nicht Blaumeisen? Kohlmeisen, genau. Ich weiß nicht, ob das hier angenommen wird. Das ist ein Versuch. Wollt mal gucken, ob das für dich geschützt genug ist. Wenn hier nachher die Pflanzen drin sind, habe ich hier sowieso nichts mehr zu kriegen. Vielleicht werde ich doch noch mal ein bisschen was rumbasteln, dass sie so richtig, richtig Ruhe haben. Ja, das war einfach ein Versuch. Ich habe keine bessere Stelle in dem Moment gefunden. Da ich da gerade schon war, weitere Nistkasten. Den alten habe ich wieder aufgehängt. Der hängt dann aller Frische. Da oben wieder auch ausgeräumt, leer gemacht, was da so drin war. Und es hält mal wieder. Und ich sehe hier definitiv schon die Meisen rumtanzen. Ich konnte vorne aus der Ferne das erste Mal beobachten, dass sie hier unterwegs waren. So war das eigentlich jedes Jahr. Da oben sind sie. Na gut, aber was viel wichtiger ist, ist der Teil hier unten. Ihr erinnert euch, für jene, die das schon länger verfolgen, hier hat anfänglich mal Bärlauch reingefunden und der verbreitet sich immer mehr. Hat sich auch so in Symbiose gepackt mit dem Ehrenpreis. Weiter sehe ich hier gerade nichts. Ja, Giersch ein bisschen, Löwenzahn. Ich weiß auch nicht, was das hier links war. Ich glaube, hier hat sich was untergeschlichen. Aber überall kommt Bärlauch, der verteilt sich immer mehr. Was für eine Freude, da deckt man auf jeden Fall, ja, was haben wir jetzt, Ende März, April, Mitte März bis Mitte April, so vom Potenzial her, den Bärlauch ab. Ja, mega gut. Mega gut, freue ich mich drüber. Was kann ich euch denn noch zeigen? Also ich habe hier auf jeden Fall um die Weide rum, angefangen mit Totholz weiter, hier ist auch so ein Bereich, der weiter gefüllt wird. Ja, das sind so Geschichtchen. Ich träume noch davon, da außen irgendwie noch mal ein Beet zu haben. Mal gucken, was ich da draus mache. Hat auf jeden Fall Potenzial. Hier die Geschichte mit dem, ja, mit dem Gabentisch, mit dem, ja, geht auch um Dankbarkeit und Demut. Dann habe ich hier die Weide, die ich abgeschnitten habe. Und ich sehe hier auch die Bienchen, die Pollen einsammeln. Ja, und dahinter noch schön begraben. Da ist die Bananenpflanze noch drunter versteckt, beziehungsweise die Triebe. Mal gucken, wie das so durchgekommen ist. Einfach nur Töpfe rüber, Laub, das war's. Nichts weiter gemacht. Bisher war die Bananenpflanze sehr, sehr robust. Ja. Hier habe ich noch einen Gehstock gefunden zum Verzieren. Ja, so ein Fundstück. Ja, ich glaube, das ist mal eine Geschichte, die können wir so stehen lassen. Ich werde hier natürlich weiter voranschreiten. Gehe ich mal von aus, dass ich das erleben darf und mir die ein oder andere Ecke noch schön machen. Da vorne gibt es noch ganz viel Kram, der rumliegt. Hier gibt es Beete, die warten. Ja, aber es ist im guten Flow alles und ich bin da guter Energien. Ja, gut, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir uns begegnen dürfen, wenn euch das erreichen darf hier weiter. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt im Licht und in der Liebe und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss, euer Lars. Wusstet ihr, dass es keine Gerechtigkeit gibt? Wir leben in einer Welt, wo das Gesetz der Natur herrscht. In der Natur gibt es keine Gerechtigkeit, nur Gesetzmäßigkeit und Gleichgewicht. Der Starke verspeist den Schwachen. Das ist Gesetzmäßigkeit. Aber es gibt viel weniger Starke. Das ist Gleichgewicht. Wenn sich die Schwachen vereinen, weichen die Starken. Deshalb ist die Stärke der Schwachen Vereinigung.